So, Christian, herzlich willkommen in unserer So schmeckt Bayern-Kuchel. Dann machen wir uns jetzt ein Gemüse-Maultaschen mit einem Kräuterpesto und ein paar geschmorte Cocktailtomaten. Und fangen wir gleich an, wenn wir die Maultaschen kochen. Ja. Ich tue in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Olivenöl in so eine Pfandl rein. Da geben wir dann unsere Cocktailtomaten rein. Die werden bei relativ wenig Hitze ein bisschen angegangen. Genau. Vorgewaschene Kirschtomaten einfach rein. Mit einer bisschen einer Prise Salz. Ganz ein kleines bisschen Zucker, ganz ein kleines bisschen. Dann werden wir die Maultaschen jetzt rein. Und schlagen wir die ein bisschen mit durch. Dann haben wir da unser Kräuterpesto. Rühren wir das einmal ganz vorsichtig um, dass eben die Maultaschen nicht kaputt gehen. Ja, Kirschtomaten haben wir noch ein wenig gewendet im Fett drinnen, dass sie gleichmäßig ein bisschen anbraten können und dass sie auch schön warm werden. Und dann tun wir es mit zu den Maultaschen mit dazu. Oben drauf haben wir uns ein bisschen geschnittener Basilikum und vor allem ganz wichtig, einfach ein Parmesan. Und das ist ein ganz, ganz ein schnelles Gericht, wenn man von der Arbeit heimkommt, zum ganz leicht nachkochen. Gesund, vital. Da dazu kriegen Sie an jedem Globus an der Information eine Rezeptkarte. Einen guten Appetit.